Zugeschaltet ist uns Jesse March, der Trainer von RB Leipzig, der Trainer des deutschen Vizemeisters. Und am Samstag ist er das große Spiel gegen den FC Bayern. Herzlich willkommen. Schönen guten Morgen, Herr March. Schön, dass Sie für uns extra aufgestanden sind. Wo stecken Sie gerade? Ja, morgen. Grüß dich. Ja, vielen Dank. Wo sind Sie gerade? Zu Hause jetzt. Ja, so in meiner Küche. Ja, ganz entspannt diese Woche. Okay. Und Sie tanken Kraft für das große Spiel am Samstag gegen Bayern. Ja, wir haben einen überragenden Spielplan und starten mit dem ersten Spiel gegen Bayern zu Hause. Man muss sagen, der Start von RB war jetzt nicht ganz so doll. Zwei Spiele verloren, eins gewonnen. Der deutsche Vizemeister steht auf Platz 10. Ich weiß, Sie sind Amerikaner und Amerikaner denken von Hause aus positiv. Jetzt bin ich Deutscher und denke ein bisschen negativ. Wenn RB verlieren sollte am Samstag, ist es schon das Ende des Meisterkampfes, was RB angeht zumindest. Ja, es ist so früh in der Saison, dass es ist zu früh zu sagen, sind wir Meisterkämpfer oder ein Projekt jetzt. Aber meine Arbeit jeden Tag ist mit den Jungs täglich zu helfen und mehr Entwicklung zu haben. So bin ich zufrieden mit den ersten zwei Monaten. Die Ergebnisse, ja, sind nicht die beste. Sicher wollen wir mehr von besonders das Spiel gegen Mainz und gegen Wolfsburg. Aber ja, wir bleiben stark, wir bleiben ruhig und wir arbeiten weiter. Herr March, Sie sind ja im Sommer als Cheftrainer zu RB Leipzig zurückgekommen. Immerhin Vizemeister und Pokalfinalist. Und der amerikanische Spirit ist es ja in der Regel nicht zu sagen, ich möchte Zweiter werden. Mit welchen Zielen sind Sie denn hierher gekommen? Ist Ihr Ziel klar zu sagen, ich will mit RB Meister werden, ich will mit RB Titel holen? Oder wie ist, würden Sie heute schon Platz 2 unterschreiben und wären damit ein glücklicher Mann? Erstmal haben wir öffentlich gesagt, dass Champions League sicher ist ein Ziel von uns. Und ja, der Meister war immer ein Thema, weil der Verein hat mehr und mehr Entwicklung gemacht, jedes Jahr. Und so, das ist ein Vorteil hier. Wir haben viele gute Spieler, wir haben einen großartigen Kader. Und ja, wir glauben in unsere Gruppe. Es hat nicht geendet mit dem Start von unserer Saison. Wir glauben noch in unserer Gruppe, aber wir haben mehr Arbeit zu tun, so dass wir sind ganz klar mit was unser Spielstil ist und was unsere neue Idee von Fußball ist. Jetzt haben wir uns in der Transferperiode etwas gewundert, dass RB nach Upamecano und Julian Nagelsmann auch noch Marcel Sabitzer zum FC Bayern, zum größten Rivalen, verkauft hat. Sabitzer selber hat gesagt, da ist ein Jugendtraum in Erinnerung gegangen. Er hat auch ein Foto gepostet von sich als kleines Kind im Bayern-Trikot. Nehmen Sie einem Fußballprofi das ab, dass er sagt, ich habe einen Jugendtraum und jetzt darf ich denn zu dem Verein meiner Träume, zum FC Bayern? Oder ist es nur ein Vorwand gewesen für ihn? Ja, Bayern München ist weltweit ein großer Verein. Ja, und so, wenn der Junge sagt, ja, es ist mein Traum, in Bayern zu sein, ich verstehe dieses Thema, ja, und es ist mein Traum, hier zu sein, in Leipzig. So, und ich habe viele Fragen von Freunden in Amerika, wie kann alle die guten Spieler nach Bayern gehen? Und ja, ich weiß, es ist nicht so einfach, aber wir glauben, dass mit unserer Idee von Fußball, mit unserer Idee von Transferpolitik, dass junge Spieler sind immer wichtig für uns, dass wir können viele gute Spieler, junge Spieler finden und in unser Spielstil spielen. So, ja, es ist nicht ideal, sage ich, aber es passt so in der Bundesliga, wo Bayern hat oft mehr Geld als die anderen. Und ja, es ist ein großer Verein, wieder weltweit, nicht nur hier in Deutschland. So, aber es ändert nichts für uns. Ja, wieder. Wir haben eine gute Mannschaft, ein guter Kader und wir haben große Ziele hier auch. Wenn man das Foto von Sabitzer sieht, wie er als kleiner Junge da mit dem Bayern-Trikot vom Weihnachtsbaum war, glaube ich, sitzt. Wer war denn Ihr Hero, als Sie ein kleiner Junge waren? Oder Ihr Lieblingsclub? RB Leipzig gab es damals ja noch gar nicht. Also, wer war Ihr Hero als Kind? Ja, ich hatte einen Austauschfreund von Argentinien, aus Argentinien. Und so, es war die Zeit von Diego Maradona in der Nationalmannschaft in Argentinien. So, ich habe viel Maradona gesehen, leider nicht getroffen. Und dann, wir haben im Fernseher in Amerika mit, was wir die Antenne
gesehen AC Milan oft auf Canal Rai. So, das war mein Lieblingsverein als ein Junge. Aber ich habe oft Soccer Made in Germany auch gesehen in PBS, in unserer öffentlichen Station in Canal in Amerika gesehen. So, es war auch sehr cool, alle die deutschen Spiele und Tore zu sehen. Hätten Sie auch gerne Messi gehabt? Ich meine, der war ja mal für kurze Zeit frei. Ja, wir mit der Nationalmannschaft, wir haben gegen Messi gespielt. So, ich habe nicht ihn getroffen, aber ich war ganz nah in ein Spiel gegen Messi. Ich war nur Co-Trainer, aber ich glaube, wir haben in New York gespielt und verloren 0-2 mit USA. So, ja, mit der USA-Nationalmannschaft, wir haben viele, viele gute Mannschaften schon gespielt und dann ja, viele gute Spieler gesehen. Ja, ich meinte jetzt auch in der Transferzeit, er war ja für einige Tage, bevor er offiziell zu Paris gegangen ist, wäre er frei gewesen. Also da hätte ja auch RB sagen können, Herr Mateschitz, komm, ich rück mal ein paar Millionen rüber und dann holen wir uns den Messi nach Leipzig. Ja, es ist interessant, aber glaube ich, er ist keine Red Bull-Fußballspieler. Okay, gut. Also wir halten fest, Sie haben bei dem Verkauf von Sabitzer kein Veto eingelegt, das ist richtig. Ja, so das Sabitzer-Thema, ja, es war, er hat sehr gut hier gemacht, wir haben gut gemacht zusammen, er war der Kapitän mit dieser Mannschaft, es war schade, dass es funktioniert nicht mit uns diese Saison. Wir haben Ilias Moriba geholt, er hat eine gute Trainingwoche diese Woche und glaube ich, er kann ein super Spieler bei uns sein. Ja, wir haben viele junge Spieler hier, so wir fokussieren auf unsere Mannschaft und glauben wir, wir können ja eine super Saison mit dieser Gruppe haben. Sie haben Moriba selber angesprochen, 18 Jahre jung, kommt vom FC Barcelona. Er gilt als großes Talent, da haben Sie völlig recht, aber so hörte man zumindest aus Barcelona, er war nicht unumstritten, er soll ziemlich viel Geld gefordert haben. Der Trainer Ronald Koeman war ja, relativ sauer auf ihn, es gibt da auch mehrere recht negative Aussagen. Glauben Sie, dass Sie Moriba hinbekommen, dass er ein Spieler wird, der Ihnen nicht nur sportlich weiterhilft, sondern auch das Gefüge, das System in der Mannschaft nicht stört? Ja, er ist ein junger Spieler. Ich habe nur positive Dinge zu sagen, jetzt mit meiner Erfahrung mit Ilias. Er hat hart gekämpft im Training, gut gearbeitet. Er ist sehr ruhig als ein Typ. Er hat Persönlichkeit, aber er kommt nicht mit einem großen Ego oder etwas. Und der Start mit der Gruppe war sehr, sehr gut. Kann sehen auch, dass er redet auf Französisch und Spanisch. So er hat viele, schon viele Kumpel in unserer Mannschaft und sie haben ihm geholfen und sie verstehen, dass es wichtig ist, dass er kann so schnell als möglich anpassen. Und wieder, es ist nur positive Dinge. Er ist professionell, für ein 18 Jahre älter, er ist sehr reif. So ja, yeah, wir haben große Hoffnung für Ilias. Ich glaube, es dauert ein bisschen, bis er kann den Rhythmus und unsere Idee von Fußball alles schaffen. Aber sicher, er ist ein großer Talent und wir sind, wir freuen uns, solch ein junger Talent zu haben in unserem Verein. Und ich glaube auch, es ist ein wichtiger Transfer für uns, dass wir haben einen jungen Spieler aus Barcelona geholt. Es ist ja, überragend für unser Verein und auch ein Zeichen, dass es ist ein gute Lage hier, ein junger Spieler zu sein. Es ist auffällig, wie gut Ihr Deutsch ist. Und es wird ja auch für die Spieler, die jetzt kommen, wichtig sein, dass sie sich gut integrieren können. Stimmt es, dass Sie Deutsch gelernt haben, weil Sie so viel Tatort und Deutschland sucht den Superstar geguckt haben? Und empfehlen Sie das auch Ihren Spielern, die jetzt kommen und sich mit der deutschen Sprache beschäftigen müssen? Ich sage, mein Deutsch ist nicht so gut, aber vor 4 Jahren, ich habe keine Deutsch gesprochen und gelernt. Und dann, ich habe intensiv mit der Sprache gearbeitet. Ich war hier als ein Besucher oft in Leipzig von New York, mit den New York Red Bulls. Und ich habe gesehen, wie wichtig die Sprache, die Kultur für Fußball hier in Deutschland ist. So es war ein Ziel für mich, mehr Deutsch zu lernen, nicht der Trainer hier zu sein, mehr so ich kann mehr und mehr verstehen, genau was passiert hier in Leipzig. So in diesem Moment, wo bin ich der Trainer, es ist yeah, sicher ein Ehre für mich. Wir haben viel Arbeit zu tun. Die Liga ist so gut, so stark. Es ist viel Spaß, in dieser Liga zu sein. Und für unsere Mannschaft, wir haben viele Ausländer jetzt. Ja? Und das ist, glaube ich, ein Vorteil für uns,
Aber auch als Amerikaner, ich kann verstehen diese Idee von Multikultur. Aber sicher, wir müssen verstehen auch unsere Kultur, die deutsche Liga, alles das wichtig für unsere Fans ist. Und ja, das ist ein großer Teil von einem Anführer und einem Verein hier in Deutschland zu sein. Und Tatort oder Deutschland sucht den Superstar? Wo lernt man schneller Deutsch? wahrscheinlich keiner, aber vielleicht Deutschland Superstar. Oder Sie lesen die Bild-Zeitung, geht auch. Und sehen uns im. Ja, das ist der Beste. Fernsehen. Ich glaube, das ist der Beste. Nun sind Sie sozusagen ein Trainergewächs des Red Bull-Konzerns. Sie waren in New York bei Red Bull New York, Sie waren in Salzburg, jetzt sind Sie der Cheftrainer bei RB Leipzig. Juckt es da nicht auch mal irgendwann in Ihrer noch jungen Trainerkarriere mal einen großen Traditionsverein zu übernehmen? Wie Dortmund, Bayern ist natürlich ganz groß oder auch wie der FC Schalke, der irgendwann ja auch mal wieder ein richtig großer Verein werden will. Ja, jetzt ist mein Fokus total hier in Leipzig. So, ich habe auch gelernt, wenn die Konzentration ist in der Zukunft oder zu viel in was ist die Möglichkeit für die Zukunft, das ist nicht gut im Moment. Ja, so, und das ist, ich würde sagen, in Amerika ist es Klischee, aber es ist auch die Wahrheit. So, es ist ein Schlüssel für mich, dass ich kann fokussieren jeden Tag mit unserer Gruppe, genießen unsere Gruppe, genießen unsere Mannschaft. Wir haben es sehr gut gemacht. Ich glaube, die Mentalität der Gruppe ist sehr, sehr stark. Sogar jetzt ist, wir haben mehr zu tun, ein souverän, komplett Mannschaft zu sein. Aber bin ich zufrieden mit unserer Arbeit und dem Gefühl in unserem Verein. So, mehr tun, aber fokussieren hier ist sicher mein Ziel jeden Tag und so wichtig für unseren Erfolg. Julian Nagelsmann, Ihr Vorgänger, ist am Samstag Ihr Gegenspieler. Haben Sie persönlichen Kontakt mit ihm? Nein, nicht so viel. Wir haben ein paar Mal gesprochen, aber nicht so viel. Und der Gegner ist aktuell Bayern München. Was muss denn passieren, damit man Bayern stürzen kann? Der 10. Meistertitel in Folge. Kann das ein Verein alleine schaffen oder geht es nur, wenn alle, so wie Köln zum Beispiel, die jetzt knapp verloren haben nur vor 2 Wochen, wenn da alle alles raushauen, weil man Bayern nur zusammenstürzen kann? Ja, ganz ehrlich, brauchen wir die ganze Liga gegen Bayern zu kämpfen. Sie sind eine großartige Mannschaft, ein Verein. 10-mal in Folge ist fast unvorstellbar. Aber es ist die Realität jetzt. So, es ist unser Ziel, ja, zu kontrollieren unser Ergebnis und unsere Arbeit jeden Tag. Und sicher, wenn wir eine Chance gegen Bayern München diesen Samstag, alles zu geben, ja, in die beste Leistung als möglich von unserer Mannschaft zu schaffen. Wird sehr, sehr schwierig, aber zu Hause vorne unserer Fans, wir haben sehr gut zu Hause gegen Stuttgart gespielt. Sicher ist Bayern ein anderer Gegner, aber wir verstehen vorne unserer Fans, wir haben viel Power dabei und können ja, eine sehr gute Leistung liefern. So, nicht einfach, sicher, und eine große Herausforderung, aber bin ich begeistert. Ja, was eine Prüfung für uns, was eine Chance für uns, die Entwicklung zu zeigen und in eine super, super Mannschaft zu zeigen. Welchen Bayern-Spieler fürchten Sie am meisten? Lewandowski oder Thomas Müller? Ja, ich habe vor meiner Zeit, wir haben in Salzburg gegen Bayern gespielt. Und, ja, sie haben so viele gute Spieler und Anführer. Ja, aber was ich finde ganz besonders, ist die Einstellung von der ganzen Gruppe. Sicher, sie haben gute Anführer und gute Spieler, großartig Talent, ja, Torjäger, Tormann, Mittelfeld, General, alles. Aber die Einstellung von der ganzen Gruppe und wie stark sie sind zusammen, das ist so stark für mich. So, ja, das ist auch unser Ziel. Es ist nicht nur gut individuell im Kader zu haben, aber eine sehr gute Mentalität, Mannschaft, das ist bereit für das beste Spiel und die beste Gegner. So, lass uns sehen Samstag. Ja, wir wünschen Ihnen viel Glück am Samstag gegen die Bayern. Viele haben schon probiert, wenige haben es geschafft, sie zu schlagen. Für die Bundesliga wäre es natürlich das Beste, wenn wir einen Meisterkampf bekämen, der wenigstens auch mal bis zum 34. Spieltag halten würde. Also so gesehen, viel Glück nach Leipzig. Vielen Dank, dass Sie für uns so früh aufgestanden sind. Sind Sie eigentlich Frühaufsteher oder mussten Sie den Wecker stellen für uns heute Morgen? Ja,
Ja, heute, ich habe einen beschäftigten Tag. Ich bin mit einer Stiftung für Krebs, Kinderkrebs. Und dann morgen arbeiten wir wieder. Aber ja, yeah, alles gut, alles gut. Also, good luck am Samstag. Und wir werden uns vielleicht dann auch mal wiedersehen, entweder zugeschaltet oder hier im Studio mal in Berlin. Vielen Dank, Grüße nach Leipzig. Ja, das war amerikanischer Danke. Spirit in der Bundesliga. Ne? Kann der Bundesliga gut tun, Leute, die was erreichen wollen und nicht vorher sich schon klein machen.